en la nouvelle cuisine, centre convivial du festival, Monsieur le ministre a l'occasion d'interroger Monsieur le préfet sur les modalités du soutien à la culture dans le canton de Fribourg. Wie sieht das eigentlich im Kanton Freiburg aus mit der Kulturförderung? Was gibt's da? Gibt's eigentlich auch schon ein Kulturförderungsgesetz auf kantonaler Ebene? Es gibt ein Kulturgesetz, die sieht die verschiedenen Kompetenzen zwischen Kantonen und Gemeinden bzw. Gemeindeverbände. Also ich bin eigentlich der Präsident von einem Kulturgemeindeverband hier in der Region Freiburg, das heißt Coriolis, und das sehr aktiv ist für die Kultur. Und ein Teil die Aktivitäten werden jetzt über die Agglomeration transferiert. Das Kulturministerium hat auch die Frage quasi mit Kultur durch die Krise. Investiert also quasi Fribourg oder diese Umgebung, investiert die jetzt in der Krise in die Kultur, kann man das so sagen? Indirekt schon. Eben, ich habe von dieser Investition gesprochen im Theater. Genau. Das ist etwas auch für die Ökonomie. Und auch man weiß, dass jeder Franc, den man in der Kultur gibt, dann ist auch zweimal so viel für die Ökonomie. Also es ist nicht gestrichen worden, sondern eigentlich genau gleich weitergefahren oder ist eingespart worden gegenüber anderen Jahren? Es gibt immer eine Einsparungstendenz, aber eben die Akteuren, die Politikerakteuren, die Kulturakteuren müssen dafür kämpfen, dass man weiter in die Kultur investiert. Vielen Dank auch, Monsieur Rido. Monsieur Rido. Encore une autre occasion, lors du spectacle No Money No Love de Jochen Roller, Monsieur le ministre a demandé à l'artiste s'il trouve que l'État pourrait mieux soutenir les artistes et si oui, de quelle manière. Naja, also es ist ja schon so, also es gibt ja ab und zu mal wieder so Initiativgeschichten, wo man dann probiert, partiell was zu verändern. Also gerade beim Tanz gab es in Deutschland jetzt ein sehr großes Förderprogramm, den sogenannten Tanzplan, der den Choreografen mehr Geld gegeben hat, um Arbeit zu schaffen. Das funktioniert auch, das merke ich auch an mir selber. Also ich kann einfach ein Stück pro Jahr mehr machen. Dann ist aber das Problem, dass die Theater kein Geld haben. Das heißt, die Stücke, die man macht, kann man nirgendwo mehr zeigen. Und das ist im Grunde genommen, dann hast du auch eine Überproduktion, weil natürlich auch mehr Stücke jetzt produzieren. Und das zeigt eben, finde ich, wie schlimm es sozusagen um den Kultursektor eigentlich bestellt ist finanziell, dass wenn du ein Loch stopfst, sofort die nächsten anderen fünf aufgehen. Le ministre de la Culture se demande, jusqu'à quel âge on peut exercer ce métier et que peut-il faire, si son art ne lui permettait un jour plus de vivre. Ich habe viele Freunde, die ein bisschen älter sind als ich, die aufgehört haben zu tanzen, die zu ganz merkwürdigen Jobs gekommen sind. Also die sind teilweise auch in der Wirtschaft gelandet sind, weil Firmen es tatsächlich interessant finden, wenn Leute choreografisch denken. Also choreografisches Denken ist einfach ein räumliches Denken und kein lineares Denken. Und die dann zum Beispiel jetzt... Entschuldigung, das ist ein bisschen absurd, aber es stimmt wirklich. Zum Beispiel sind Choreografen extrem gute Logistiker. Also die werden dann gerne mal Archivare oder organisieren sozusagen größere Lager oder so. Das kommt dem choreografischen Denken anscheinend sehr, sehr nahe. Und das ist dann ja auch, finde ich, nicht verkehrt. Also wenn den Leuten dann den Job auch Spaß macht. Das klingt jetzt ein bisschen hart, sozusagen von der Bühne ins Warenlager, aber da kann man sich dann eben auch neue Herausforderungen suchen. Und denke, dass, da gibt es schon ein Berufsspektrum, denke ich. Vous avez maintenant eu l'occasion de visiter le festival du Béluard. Au début, vous avez dit oui, vous êtes curieux de savoir ce qui se passe là en vieille ville, notamment dans les magasins. Et quelle est votre impression maintenant? Wie ich das erwartet habe, die unterlaufen sehr, sehr geschickt quasi eine Verkäuflichkeit, die sonst angestrebt wird auf verschiedene Arten mit verschiedenem System. Und also das hat mich schon sehr angeregt, ja. Doch. Monsieur Riedo, comme vous savez, presque tous les projets du Festival du Béluard s'articulent autour d'une thématique économique. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que ça fait du sens que les artistes s'occupent dans leur travail des questions économiques?
Also ob sie sich immer damit beschäftigen müssten, wäre noch eine Frage, aber dass sie sich irgendwann damit beschäftigen, finde ich sogar notwendig, ja, weil wenn man das ausblendet, blendet man einen wichtigen Teil natürlich des Lebens aus und macht sich auch selbst so ein bisschen klein gegenüber der Politik, weil dann, wenn man selbst sich da nicht mit hineinbringt, dann übernehmen das automatisch andere für einen, das sollte man nicht nur der Politik überlassen. Est-ce que ces artistes, ils comprennent quelque chose de l'économie? Ja, auf irgendeine Weise verstehen, glaube ich, alle Künstler etwas von der Ökonomie, schon nur, weil sie es irgendwie schaffen müssen, sich selbst durch ein Leben zu bringen, was nicht so einfach ist. Votre période en tant que ministre de la Culture se termine bientôt. Il y aura une nouvelle personne qui sera élue. Et qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les défis que les artistes doivent affronter dans le futur, vu qu'on se trouve actuellement dans une crise économique et financière? Also ich glaube, eins der Hauptprobleme, die auf alle Kulturschaffenden zukommen wird, ist genau diese Verkäuflichkeit. Ich nehme jetzt ein Beispiel als Literat. Wenn das Buch zweifellos in einigen Jahren auch ein E-Book ist und das so kopiert wird wie eine CD oder DVD heute, wovon leben wir dann eigentlich noch? Wir müssen alle andere Wege finden, uns irgendwie zu ernähren. Das betrifft irgendwann vermutlich sogar das Theater. Vielleicht ist das Publikum irgendwann nicht mehr bereit, weil diese, ich muss jetzt sogar sagen, Frechheit des Kunden, teilweise alles möglichst billig oder sogar gratis haben zu wollen, nimmt ja sehr überhand, dass man da mal irgendwie an ganz neuen Szenarien arbeiten muss, sei das Staat, Finanzierkultur. Ich sage das jetzt nicht, man muss, aber es ist eine Überlegung. Oder man verkauft einfach andere Dinge als direkt ein Werk. Aber wie das genau aussieht, eben, also diese perfekte Lösung hat, glaube ich, noch niemand. C'était un plaisir de vous avoir au Festival du Béluard 2009. C'était mon plaisir. Merci. Je vous remercie beaucoup de votre visite et je vous souhaite une belle suite. Chers spectateurs, chères spectatrices, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite tous une bonne fin du Festival du Béluard 2009. Et je me permets l'annonce que ce soir à 22h à l'enceinte du Béluard, vous auriez l'occasion de faire une dernière fois la fête avec le concert Chrome Ouf. Au revoir et à l'année prochaine.